Sitemapping wurde 2003 gegründet als ein Förderprogramm des Bundesamtes für Kultur der Schweiz. Die Idee war damals, dass die Schweiz auf der kulturellen Ebene den Anschluss an die Informationsgesellschaft schafft. Und man hat da ein spezielles Förderprogramm eingerichtet und digitale Kultur gefördert. Mittlerweile wird das eingestellt, also Ende 2011 wird dieses Förderprogramm eingestellt. Das hat möglicherweise zwei Gründe. Einerseits sagt man, dass das, was halt eben mal früher die neuen Medien sind, sind heute eben nicht mehr die neuen Medien. Das ist mittlerweile totaler Alltag geworden. Man hofft, dass digitale Kultur, digitale Kunst, elektronische Kunst eben Teil eigentlich der in Anführungszeichen normalen Kunst jetzt geworden ist und durch ganz normale Kunstförderung heute mitfinanziert werden könnte. Ach, oder mit unterstützt. Ja, verstehe. Aber ist es dann nicht etwas weniger, als es vorher war? Auf jeden Fall, weil gekoppelt ist das Ganze jetzt auch mit einer ganz großen Revision, die wir in der Schweiz haben. Es kommt ein neues Kulturförderungsgesetz zum Tragen 2012. Die zwei großen Unterstützer, die wir in der Schweiz immer hatten, also das Bundesamt für Kultur, das BAK und die Pro Helvetia, die haben eine neue Aufgabenteilung vor. Mhm. Und im Zuge dieser Neuaufteilung, in der eben Dinge effizienter gemacht werden sollen, sind natürlich auch die geförderten Sparten neu angedacht und verteilt worden. Hier zum Beispiel bei Sitemapping war neben dem, dass es eben elektronische Kunst fördert, das Spezielle, dass hier Künstler eingeben konnten mit einem Konzept. Also bevor sie ein Projekt machten, konnten sie eingeben. Sie konnten eingeben für Projektfinanzierung, also um mal etwas zu erforschen, und später dann noch für eine Realisation konnten sie eingeben. Sitemapping hat das Geld dann eigentlich vorab gesprochen und konnte so den Künstlern wirklich ermöglichen, ein neues Projekt zu realisieren. Und in dieser Form gibt es eigentlich keine Unterstützungen. Also die Schweiz hat eher andere Förderprogramme, und die gründen vor allem darauf, dass man eben bereits fertiggestellte Werke dann in eine Ausstellung bringt und sie dort ausgezeichnet wird. Und diese Ausstellung jetzt? Ja. Und diese Ausstellung jetzt, also diese Ausstellung, ja. die ist aber noch unter diesem anderen Förderungsmodell entstanden. Das ist jetzt noch mit Sitemapping. Also Sitemapping, ja, läuft jetzt noch bis, ja, Ende 2011. Und man könnte jetzt sagen, das ist jetzt so etwas hier wie eine Abschlusswürdigung eigentlich dieses ganzen Projektes geworden. Es ist aber so, dass wir hier eigentlich nur 13 Projekte ausgewählt haben aus einem Pool von fast 100 Projekten. Zum Anlass dieser Ausstellung, die wir zusammen mit dem Bundesamt für Kultur realisiert haben, auch unbedingt einen Katalog haben wollte, weil es eben doch das letzte Jahr ist von Sitemapping, also die letzten Monate eigentlich zählt, dieses Förderprogramm für Medienkunst. Genau, dann haben Yvonne und ich dann gesagt, okay, wir schaffen das noch, weil wir natürlich im kleinen Team auch immer hart an unseren Grenzen arbeiten. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir diesen Katalog. Und der Katalog ist wirklich ganz toll geworden, vor allen Dingen auch ganz toll wegen unserer
Grafikerin Esther Runziger, die da steht und das aufnimmt, die nicht nur Grafikerin ist, sondern auch Künstlerin und mit ihrer Arbeit Dampier in der Ausstellung ist.